Herzlich willkommen zurück bei Anno 1602 hier in der History Edition, wo wir immer noch dabei sind, unsere Wirtschaft ans Limit zu pushen. Na, hier können wir jetzt zum Beispiel mal... Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Okay, cool. So. So geht das. Oh Mann. So. Und da zwei dazwischen. Und hier ein und so. Gimme Stones. Da muss noch einer hin. Da muss einer hin. Und da muss einer hin. Just knew it. Zack, zack, zack. Guck mal, hier kriegt man doch perfekten Marktplatz rein, ey. Als hätte ich's ausgemessen. Shit. Da kann der nämlich... Nein, oh Gott. Oh Gott, der arme steinerne Weg. Ja, war doch noch so jung, ja, ich weiß. Ich glaube, den können wir ignorieren, wenn wir dann hier richtig geil. Was mache ich denn hier schon wieder? So. Perfekt, da passt was hin. Der Bosch versehen, Ja, wozu mache ich denn gerade mal ein bisschen weiter hier? Guck mal, das sind schon Kaufleute. Hier passt immer noch alles soweit. Aber ich habe halt auch nicht mal einen Bruchteil von dem, was ich eigentlich haben will. Also von daher, das, was da noch kommt, schafft mehr Schmuck heran. Haben die irgendwelche Probleme? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Sind die irgendwie böse auf mich? Anker lichten! Die fackeln immer ihre Häuser ab. Denke ich mal, ich mache irgendwas verkehrt. Schiffsreparatur beendet. Sehr schön, gleich weitermachen bitte. Zack, 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 zack. Kannst eigentlich gleich wieder losfahren hier. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, nee, besser geht nicht. Wir können das alles einen nach oben versetzen, weil dann blockieren wir hier nicht die Zuckerrohrplantage. So. Zack, bumm, die Bohne. Wer kennt sie nicht? Ja, machen wir es so, dann kommt hier der Weg weg. So. Dann kocht hier nämlich jetzt jeder sein eigenes Süppchen. No. No, no. No, no. Ja, okay.
Okay, das hätte ich sogar noch besser platzieren können. Und hier kann ich die sogar so platzieren. Tabakwaren. Die Tabakwaren. Diese Tabakwaren. Da hat mal wieder jemand nicht mitgedacht. Tja, machen wir es so. Ja, ist halt immer noch die beste Option, denke ich. So, dann hier. Und dort. So, du, Schiff da, dich da, genau. Setzt neuen Segel, so, gut, Kurs, Segel. So. Und dann kriegen wir hier noch einen hin. Und dann würde ich sagen, haben wir es so effektiv wie möglich eigentlich ausgenutzt hier alles. Also viel mehr geht nun echt nicht. Sag mal, hat dieses Schiff hier eigentlich... Setz die Flügel! Dankeschön. Schön, dass du auch mal auf mich hörst und losfährst. Okay, der hat dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, doch, der kommt hinter... Ja, das kriegen die hin. Das packen die. Es freut mich tatsächlich irgendwie, das alles so zu sehen, wie es gerade ist. Das sieht alles echt super schön aus. So. Dann hier den noch einen. Hier noch den hin. Den noch da hochgezogen. Dann können wir hier noch die Lücken füllen. So. Zack. Oh ja. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nochmal neu dazu bekommen. Hatte ich hier schon, dann sind es jetzt 28. Der Regen bleibt aus. Ja gut, da komme ich gerade noch mit klar. Aber womit ich nicht klar komme, sind diese Vollidioten, die ganze Zeit ihre Häuser abfackeln. Ah, da ist ein Vulkanausbruch, das ist ja schön. Das ist schön. Oh, ich hab kein Werkzeug hier. Ja, das ist doch mal was ganz Neues. Wo ist denn mein Schiff? Das müsste... Ach, da ist es. Da fährt es. Da fährt es. Hat auch... Wie viel hast du dabei? 150 Tonnen. Ja, okay. 200 Tonnen Steine nochmal und nochmal 50 Tonnen Holz. Das sollte sich schon was mitmachen. Ach, guck mal, der kann das da gar nicht löschen, weil da gar keine Feuerwehr hinkommt. Ja gut, dann kann das natürlich nicht funktionieren mit dem Löschen. So. Setzen wir hier mal so ein paar Schneidereien hin. Okay, also setzen wir hier nur 3 Schneidereien hin. Reicht doch, denke ich, erstmal. Dann kommen hier noch 2 hin. Dann kriegen wir hier noch eine hin. Und hier oben. Dann haben wir 3, 6, 9, 10 Stück haben wir. Hier haben wir 9, 12, 15, 15, 20, 23. Gut, die 10 sollten aber erstmal reichen.
So, dann wachst erstmal bitte alle zu Kaufleuten heran. Oh, scheiße, die haben... Ach nee, Kakao fehlt. Oh Gott sei Dank, denen fehlt Kakao. Denen fehlt Kakao. Setzt neuen Kurs. Den Schmuck, den bunkern wir hier mal. Den kriegen sie erstmal nicht. Gut, das ergibt keinen Sinn. Du fährst aber trotzdem mal hier hinten hin. So, Werkzeug mitnehmen. Ankerlicht die Vorsäge! Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. So. Dann lassen wir die sich hier erstmal alle verbessern und gucken dann mal, wie viel wir haben und wie viel wir noch brauchen könnten. Ah, ich dachte, er geht auf mein Schmuckschiff. Hatte ich ja irgendwie mit gerechnet. So. Hier noch ein Häuschen hin, da noch eins hin. Ah, da kommt keine Schule. Doch, Schule kommt dran. Theater kommt nicht dran. Kirche kommt auch nicht dran. Also, sorry Jungs. Achso, du bist das Beschädigte von gerade eben. Da sehe ich doch noch ein paar nette Spots für zwei Fischer. Na, wir machen schon wieder ein bisschen mehr plus, ne? Zwischenzeitlich waren wir bei 4.500 plus nur. Jetzt sind wir bei 5 wieder. So, den fehlen nur noch... Eure Stadt hat eine Größe von 2.000 Einwohnern erreicht. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Puh. Wo können wir denn noch Denkmäler hinsetzen? Wo sie schön aussehen. Hier so hin. Zu Ehren der Dudes. Oder hier drüben vielleicht eher. Nehmen die Kirche? Kirche. Schiffsreparatur beendet. Schafft mehr Schmuck heran. Ja. Hm. Machen wir. Irgendwann. So, pass mal auf. Hier machen wir jetzt erstmal hier. So, sowas in der Art. Mit Punkt und Komma kann man ja auch drehen. Das ist ein bisschen einfacher hier. So, machen wir so und zack. Schiffsreparatur beendet. Oh. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer. Ich bin ready. Ich bin sowas von ready hier. Okay. Das hat sich in Grenzen gehalten. Das ging auch. Das war noch okay. Ich bin gewahrt der nächsten Ausbrüche. Ja, das ging noch. Das war noch völlig in Ordnung. Keine Steine mehr, als ob die so viele Steine für die scheiß Weiterentwicklung brauchen. Aber das sind 350 Tonnen, Alter. Ja. Die holen wir uns mal. Sammeln mit noch ein bisschen. Da. Da. Setz die Vorsäge! Ja, das Werkzeug, das kommt an nächster Stelle und dann Holz wird hier ein bisschen selber produziert. Ne? Das geht noch. Ja, Schmuck wollt ihr haben, ich weiß, ihr seid geil auf Schmuck.
Aber kriegt er erstmal nicht. Setzt neuen Kurs. So. Ei, ei, Captain. Zack, 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 zack. Ja, ich weiß, ihr wollt immer noch Schmuck haben. Kriegt er deswegen trotzdem nicht. Folgendes. Folgendes, folgendes, folgendes. Wo ist denn mein Schiff, was hier fleißig Tabak hin und her schicken soll? Das bist du, ne? Ja. Ich würde sagen, da muss auf jeden Fall noch ein zweites Schiff mit dran, dann. So, Alkohol, Alkohol, Tabak, Tabak. Alkohol, Alkohol, Tabak, Tabak. So. Haben wir noch fünf Schiffe über. Er hier ist ja auch noch da. Okay, der stand da gerade noch rum. Ihr besitzt genug Schiffe. Woher weißt du das denn? Also eins, zwei müsste ich auf jeden Fall noch für Nahrung wegpacken. So. Dann... Die Gewürze hier, da werden wir noch eins für brauchen. Da haben wir nur noch zwei. Wütet in eurer Niederlassung. Ja, ist doch Nilnütz. Wütet ja von alleine auf. Genau, hierfür werde ich auf jeden Fall noch ein weiteres benötigen. Der wird das wahrscheinlich nicht alles alleine packen. Wie gesagt, für die zwei. Für Nahrung nochmal zwei. Kriegen wir das vielleicht hin? Wenn wir... Nee, da können wir... Nee, ach, ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Würde gehen. Doch, das würde gehen. Also wenn ich hier alles voller Zuckerrohr packe und so... Ach, da oben, okay. Hier alles voller Zuckerrohr packe und hier irgendwo eine zweite Insel mit Nahrung mache. Ja, hier Zuckerrohr, also gut. Ich denke, die kann ich zu einer Nahrungsinsel machen, weil Zuckerrohr wird hier, denke ich, ausreichen, oder? Wenn ich die komplette Insel voll mit Zuckerrohr baller, das war dann hier zwei Schiffe Zuckerrohr, Nahrung, ne? Schnelles Dreieck. Das dürfte doch gehen. Außerdem können wir hier hinten noch ein bisschen Nahrung anbauen. Dann hier noch Tabak. Vielleicht. Dann hätten wir... Oh, das wird alles super, super eng, wird das. Mit den Schiffen, ey. Ich weiß echt nicht, wie das packen soll. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Sehr schrecklich. Verpiss dich, du möchtegern Pirat. Freibeuter lauern euch auf. In die Wanten. Ei, ei, Captain. Das ist jetzt nicht so schön. Jedenfalls 400 Tonnen Schmuck. So, wo bist du? Da bist du. Was brauchen wir? Steine brauchen wir. Los geht's. Ach stimmt, den habe ich ja auch noch. Das sind 6 Schiffe, die ich noch habe. Okay. Und vielleicht kriegen wir hier hinten auch noch ein bisschen... Stimmt, da haben wir noch einen Slot frei. Und hier haben wir... Na gut, der transportiert Schmuck. Ah, der könnte theoretisch von hier Gewürze noch hier hinbringen. Nee, kann er nicht. Könnte Gewürze nur nach da oben bringen und da bringt sonst nichts. Ich könnte doch ein Schiff von hier... Ich produziere noch genügend Kakao, oder? Da könnten wir doch eins schon mal hier Kakao ranholen lassen. Aber ich warte noch. Ich warte noch, ich warte noch. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Was die hier an Stein verballern, ey, das ist absolut unfeierlich. In die Wanten! Schiffsreparatur beendet. Sehr schön.
Da, 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 di, da, da. Es ist so gestört, diese Mission, ey. Es ist, also ich muss sagen, das ist mit Abstand die anspruchsvollste, die wir je hatten. Also die es in diesem Spiel bis jetzt gegeben hat. Ich sag bewusst bis jetzt, weil ich weiß ja noch, was an Missionen kommen wird, was ich erfahren habe. Was mich nicht unbedingt glücklich stimmt. Da da di. Da da. Also ein Viertel haben wir schon. Ein Viertel haben wir. Es geht steil bergauf. Ich sag's euch, Leute. Los geht's. Ich würde aber auch vorschlagen, wir könnten uns schon mal an die Nahrungsproduktion da auf der zweiten Insel machen. Hier haben wir halt Weintrauben. Hier haben wir Gewürze. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Insel komplett vollgebaut mit Zuckerrohr reichen wird. Bin ich mir sicher. Dann können wir nämlich die hier zu einer Nahrungsinsel machen. Dann würde ich sagen, hauen wir das Kontor hier mal weg, oder? So. Der Vulkan richtet auch nicht viel Schaden an da hinten in der Ecke. Packen wir hier vorne das Kontor hin, dann haben wir noch kürzere Wege. Okay, das war ein bisschen braindead, aber ist okay. So, haben wir noch irgendwas? Nein. Gut, dann auf Nummer Wiedersehen, Kontor. Und hallo, Kontor an wesentlich besserer Stelle. Die Vorsäge! So, dann lad mal hier dein Zeug ab. Eure Stadt hat eine Größe von 3000 Einwohnern erreicht. Das hört man doch sehr gerne. Ja, es stimmt. Stimmt schon. Kann man sich mal gönnen. So, Werkzeug abladen. Das weg alles hier. Weg mit dem Ramsch. So. Und schon geht's los. Und schon warten wir noch mal kurz. So, so, so. Könnte man den ja auch ein nach hinten versetzen? So. Eins. Ja, das so und so. Nee. Der bleibt da. Bäcker 1. Was hier? 1, 2, 3. Jo. Guck mal. So. So. Tada! Ein Marktplatz ganz hervorragend. Da passen zwei von denen hin. Kombination mit einer Mühle und ein Haufen von dem Zeug. Dann kommen hier noch ein paar Fischers hin. Oh Gott,
Das ist echt nicht schön. Hier mit den Fischgründen. Aber muss jetzt einfach mal so gehen. So. Weiter geht's im Text. Ah, das war schon wieder scheiße. Da habe ich nicht richtig mitgedacht. So, du kannst schon mal ein neues Stuff holen. Wie machen wir das jetzt hier am dümmsten? Ich würde sagen, wir machen hier einen Knick rein. So, dann haben wir hier nämlich einen, dann haben wir hier nämlich zwei. Dann können wir hier auf der Seite das Ganze noch weiterziehen. Komm, dann machen wir hier, dann kommen hier vorne Bäcker hin. Die müssen ja auch noch irgendwo untergebracht werden. So. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. Und eins und... Gut, das reicht schon nicht mehr. Dann kriegen wir hier einen Bäcker hin. Dann kriegen wir hier noch einen zweiten Bäcker hin. Markieren wir uns das mal, dass wir das nicht vergessen. So, folgendes. Du Schiff, du beginnst schon mal mit deiner Route. So. Das war hier Alkohol, Alkohol, Nahrung, Nahrung, Alkohol, Alkohol, Nahrung, Nahrung. Wie ihr seht, die Nahrung wird ja schon eng, deswegen ist es gar nicht verkehrt, dass wir hier damit schon mal begonnen haben. Die so. Vorsäge. Holz brauche ich und Werkzeug. Ja, Stein auch ein paar, aber jetzt nicht so viele. In erster Linie bräuchte ich sogar mehr Holz noch. Nehmen wir mehr Holz mit. Kriegen wir hier... Ja doch, zwei Marktplätze kriegen wir hier so übereinander gestapelt, ne? Oh, wegen... Wegen dem scheiß Platz da komme ich da jetzt nicht hin, ey. So, pass mal auf. Eins, zwei, drei, vier. Da komme ich auch nicht hin. Das ist gerade ein bisschen frustrierend. Na gut, dann muss ich halt irgendwo einen Marktplatz hinsetzen, zweiten setzen, ersten abreißen, abreißen, setzen. Ist ja nicht so, als ob das jetzt hier uns stören würde von der finanziellen Kraft her, aber es kostet halt enorm viele Ressourcen, ne? Enorm viel ist jetzt auch völligst übertrieben, aber es kostet halt Ressourcen, die wir eigentlich anders hätten setzen können. Nee, das passt nicht. Der kann da nicht hin. Ist ein bisschen asynchron hier alles. So. Folgendes. Ein Bäcker für die zwei. Und noch ein Bäcker für hier gleich noch auftauchende Felder. Zum Beispiel diese zwei. Platz sparen. Platz sparen ist mein Hobby. Ne, machen wir es so. Da passt es doch. So. Den hier einmal rüber. Den da einmal rüber. Da eine Mühle hin. Eins, zwei, drei und vier wollte ich gerade sagen. Hier, so. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Juckt mich nicht. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Schiffe. So.
zwei Bäckereien. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wo wir den Bäcker hinsetzen. So, eins, zwei. Ja, komm, ja, machen wir hier eure so. Stadt wächst und gedeiht. Das freut mich zu hören, dann kommt der Bäcker hier hin. So, eins und zwei. Zack. Mühle. Kein Holz mehr. Kein Werkzeug mehr. Kein Misch, kein gar nichts. Los, fahre. Fahre, mein Schiff. Segle. Jo. Wie schaut es denn aus? Nahrung sinkt. Aber das habe ich ja einkalkuliert. Oh, 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 oh. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Noch nicht so schlimm. Das war sehr glimpflich jetzt ausgegangen. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Incredible. So. Wieder schön anbauen, so. Holz fehlt mir wieder. Ich. Oh, Mensch. Ei, ei, Captain. Ganz vergessen, ich wurde ja angegriffen. Holz und noch mehr Holz. Steine, die könnten wir eigentlich auch mal holen. Ja, weil hier werden sie gebraucht. Dringendst. Zum Verbessern der Stadt. Ein Schiff wurde repariert. Sehr schön, dann fahren wir bitte weiter. Ankerlichten! So, in die Wanten! Düb. Dieb. Dieb. Dob. Dieb. Dab. So gebe er mir das Holz. Auf das Insel. So, hier machen wir mal. Wie machen wir es? Wie machen wir es, Cheffe? Machen wir es so. Machen wir es so. Machen wir es so. Machen wir es mal so. Damit wir es so machen können. Kommt das irgendwie wieder weg? Und der ganze Scheiß hier kommt auch weg. So. Dann hier eins und hier noch eine 2. Und hier noch eine 1, 2. Da kommt noch was hin. Hier zack, zack, zack. Alles schön voll bauen hier. Da eine Mühle hin, da eine Mühle hin. Hier noch eine, da noch eine. Ein bisschen Feldweg, Steinweg. So, 1, 2, 3. Das ist nicht schön. Das nicht. Nein, nein, nein. Da lasse ich lieber ihn hier
ein bisschen ineffektiver werden. So. Kommt hier nämlich vor Kopf die Mühle. So. Dann gibt es hier nämlich 1. 2. Dann hat er hier trotzdem 4. 4, 8, 9 Felder. Das sollte reichen, damit er mehr oder weniger effektiv arbeiten kann. Und dann sind da ja noch die Bäcker. So, die zwei waren ja für die. Der hat theoretisch die beiden. Das ist 1, 2, 3. Einen dritten Bäcker bräuchten wir noch. Der kommt hier unten mit hin. So. Und wieder Holz abladen, Werkzeug abladen, Mühle platzieren. Ja, das ist jetzt hier alles nicht so effektiv, aber ich habe eine Idee. Und zwar kommt hier hinten noch ein Marktplatz hin, zum einen zum Lagern, zum anderen zum Fischerhütten setzen. Nicht sehr effektiv. Aber besser als nicht. So, dann gibt es hier nochmal ein bisschen Feld. Dekorationshalber. Und hier gibt es noch eine Mühle. Ich muss sagen, das passt mir sehr gut, dass das hier so einwandfrei anschließt. Dann kann man hier nochmal einen Bäcker hinsetzen. So. Laden wir den ganzen Quatsch mal ab und dann kannst du wieder losfahren, weil wir schon wieder kein Holz haben. Ist aber noch ein bisschen weit entfernt von dem hier. Diese kleine Nahrungsinsel hier. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da überhaupt so viel drauf bekommen an Nahrung. Ja, zur Not müssen wir irgendwo anders noch Nahrung herholen. So, hier mal die ganzen Steine abladen. Sehr schön. Ich habe kein Holz. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ankerlichten, setz die Vorsäge! Hier haben sie auch kein Werkzeug mehr, dann müssen wir ja auch noch ein Werkzeug da lassen. Ankerlichten! Auf, dann tauschen wir mal hier. Wie viel haben wir hier noch? Ja, Werkzeug brauchen wir auch nicht unbedingt da unten, das heißt, wir nehmen hier das ganze Holz mit. Ankerlichten! Der Vulkan da oben gönnt sich mal wieder eine Runde. So. Zack. Ja, das passt. Was, Hilfe? Warum geht es nicht weg? Warum? Was sind das für über... Ja. Danke dafür, Spiel. Das versaut mir jetzt nur ein bisschen die Tour. Aber es geht, denke ich, alles noch. 1, 2, 3, 4 machen wir. Da kommt da jetzt halt das Ding hin.
So. 1, 2, 3, 4. Und dann geht's hier wieder mit den Mühlen los. Hier einen schönen Pier mit dran gesetzt und den machen wir wieder weg, weil hier soll nämlich ein Bäcker hin. Zack. Dann. Eure Stadt wächst und gedeiht. Das ist schön. Oh Gott, das ist echt alles so kacke hier mit Fischern. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das gefällt mir mal so gar nicht. Da kommt doch da eh nicht dran. Da muss ich echt von hier hinten jetzt den Kackweg dran ziehen. Easy, ey. 300 Steine ausgegeben für den Scheiß jetzt ungefähr. So. Dann geht es auch sofort weiter hier mit Getreideboden. Stabil. Wie ausgemessen passt das hier alles? So, nächster Bagger. So. Jawohl, weiter weg konnte er jetzt gerade nicht laufen, oder? Gar kein Problem für ihn. So. Oh, verbaut. So. Zwei, vier, sechs, sieben, das wird nicht schön. Deswegen setzen wir mal ausnahmsweise die Mühle mal hier hin. So. Nämlich die Mühle hier hinten dran. So. Hier gibt es wieder einen schönen Weg. Sogar mit dran. Mit dran, genau. Einen schönen Weg mit dran. Dann hauen wir mal hier hinten den Marktplatz hin, damit wir hier einen hinbekommen. Kommt der wieder weg. Dann hier. So ist nämlich der Plan. Und so ist der Plan. Zack, bumm, die Bohne. Ziehe sich das mal einer an. So, hier müssten theoretisch zwei Bäcker hin. Der bekommt theoretisch die beiden ab. So. Rein theoretisch müsste der die beiden nehmen. Der müsste irgendwie die da von hinten nehmen. Aber ich glaube, hier könnte man noch einen Bäcker hinsetzen. Dann wird es das ein bisschen einfacher machen. Ja, so machen wir das. Gut. Setz die Vorsäge! Du kannst dann ja auch schon mal wieder Steine abladen. Und dich dann auch mal auf diese Route begeben. Denn die werden wir brauchen. Das ist gerade komplett falsch gewesen, was ich gemacht habe, aber ist okay. Ich komme damit klar. Bisschen Distanz aufbauen lassen. Ja. Und jetzt kann er los. Du hier. Nimmst einfach mal alles mit, was wir da haben.
Fährst du mal hier runter. Und wie sieht es mit der Stadt aus? 3,6 haben wir schon. Lübt alles sehr schön. Wir können hier gerade noch mal, da wir jetzt ja keine Pioneers mehr haben, hier mal kulturellen, wertvollen Gehöfte hinstellen. Der dürfte doch hier eigentlich alles abbekommen. Nee, er kriegt keine, das kriegt er nicht. Kein Theater. Fehlt noch Kakao und Schmuck für die Erdlin-Leute. Wie sieht es eigentlich mit dir hier aus? Setz die Vorsegel! Du könntest mal hier genau das einladen. Fährst du einfach mal hier runter und lädst es da dann aus. Das wäre super. Gut, aber ich will es gar nicht weiter in die Länge ziehen. Denn diese Folge heute ist auch einmal wieder zu Ende. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Uah, Mann, ist das anstrengend, ey. Aber es macht Spaß. Es macht riesig Spaß sogar. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wie schon gesagt, ich wiederhole mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl, wertes Volk.